Ja, heute möchte ich das Thema Corona-Impfung ansprechen. Es ist natürlich ein schwieriges Thema, weil die einen sind geimpft, die anderen sind nicht geimpft und zwischen diesen zwei Gruppen gibt es sehr viel Spannungen und ich hoffe eigentlich, dass ich mit dem Video auch dazu beitragen kann, diese Spannungen wieder zu beruhigen, indem ich einfach betone, dass sowohl die Geimpften wie auch die Ungeimpften zur Menschheitsfamilie gehören. Ich habe ein Poster aufhängen lassen im Dezember 2021, sowohl im Hauptbahnhof in Zürich wie auch in Basel. Und dort habe ich drauf geschrieben, dass eben sowohl Ungeimpfte als auch Geimpfte zur Menschheitsfamilie gehören. Es ist mir aber klar, dass natürlich über dieses Thema Corona-Impfung viel diskutiert wird. Und natürlich muss auch die historische Forschung da jetzt in die Zahlen reingehen und sich das mal anschauen, was ist da eigentlich passiert. Und ich versuche jetzt eigentlich eine erste Einordnung zu machen. Ich habe verschiedene Punkte. Zuerst möchte ich eigentlich mal anschauen, wann hat diese Impfung überhaupt angefangen. Das ist ja immer wichtig, das auf der Zeitachse festzumachen. Und wenn die Zeit vergeht, weiß man gar nicht mehr genau, wann war die erste Impfung. Und ich habe das mal recherchiert, bin hier reingegangen und eigentlich hat die Impfdiskussion vor allem im April 2020 angefangen. Da gab es aber noch keine Impfung. Damals hat der amerikanische Milliardär Bill Gates auf ARD in der Tagesschau gesagt, man möchte oder man solle und man werde eine Impfung entwickeln, man werde die schnell entwickeln und dann soll die weltweit eingesetzt werden. Hier das Zitat, Bill Gates hat damals gesagt, 12. April, wir werden in 18 Monaten einen Impfstoff entwickeln und ihn letztlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Also in 18 Monaten, ich habe damals gedacht, ja, können die das so schnell, weil ich bin ja Historiker, ich habe keine Ahnung, wie man Impfungen entwickelt. Ich habe das selber nie gemacht, ich bin nicht Arzt, aber ich kann natürlich als Historiker dann beobachten, was passiert. Und tatsächlich waren die noch schneller. Die waren also, brauchten keine 18 Monate, sondern am 8. Dezember 2020 wurde die erste Person, das war Margaret Keenan, eine 90-jährige Dame, die wurde als erste Person weltweit mit dem frisch zugelassenen Impfstoff von Pfizer-BioNTech gegen Corona geimpft. Das war also in Großbritannien, dann ging es nicht lange und dann folgte die nächste Impfperson in den USA. Die erste war die Krankenschwester Sandra Lindsay. Sie erhielt diese Impfung am 14. Dezember 2020 und nicht viel später folgte dann auch die Schweiz, also der Ort, wo ich jetzt eigentlich zu Hause bin, wo ich auch arbeite. Die Schweiz hat am 23. Dezember 2020 im Kanton Luzern die erste Frau, so eine 90-jährige Frau, mit Pfizer-BioNTech geimpft. Das heißt, wir können grob sagen, im Jahr 2020 wurde die Impfung entwickelt und im Jahr 2021 wurde diese Corona-Impfung dann ausgerollt. Es wurden sehr, sehr viele Menschen geimpft. Also hier haben wir die Schweiz und in Norwegen war Svein Andersen, ein 67-jähriger Mann, dann nach Weihnachten 2020 der Erste, der diese Impfung erhalten hat. In Deutschland wurden dann insgesamt 65 Millionen Menschen gegen den Corona geimpft. Und das sind 78% der Bevölkerung. Das heißt, es ist etwas, das ganz, ganz viele Menschen betrifft. Die Menschen wollen jetzt wissen, wie viel haben sie insgesamt geimpft, in der Schweiz auch oder in Österreich, in Deutschland, da hier mal einen Überblick zu bekommen oder was ich auch oft gefragt werde, was haben denn die Konzerne, Pfizer oder BioNTech, was haben die verdient? Weil es ist natürlich auch ein Geschäft und ich würde vielleicht dann gerne diesen Punkt anschauen. Die Analyse ist eigentlich relativ einfach, man findet die Zahlen zu den Gewinnen von Pfizer und von BioNTech sehr einfach. Also die Milliardengewinne von Pfizer und BioNTech lassen sich so einschätzen, dass der Gewinn von Pfizer auch dank der Corona-Impfung eben auf 22 Milliarden anstieg. Das war der Gewinn im Jahr 2021. Das war mehr als eine Verdopplung, wenn wir den Gewinn von 2020 anschauen. Also wie gesagt, 2020 gab es noch keine Corona-Impfung, sondern wirklich das Impfjahr ist 2021.
Pfizer, das muss man auch wissen, ist gemessen am Umsatz der größte Pharmakonzern der Welt. Der Umsatz 81 Milliarden Dollar. Und der CEO von Pfizer ist der in den USA lebende Grieche Albert Bourla.